Spannung, Strom und Leistung sind drei Begriffe aus der Elektrizitätslehre, die wir alle kennen sollten. Ohne Elektrizität geht bei uns gar nichts mehr. Die Elektrizität ist so etwas wie eine neue Lebensgrundlage. Sie sehen hier das Transformatorenhäuschen aus meiner Heimatgemeinde Leimbach im Aargau. Da führten früher haufenweise Drähte weg und je 5 Drähte gingen zu einem Haus. Hier handelt es sich um den sogenannten Dreiphasenwechselstrom, den werde ich in einem späteren Video behandeln. Ich möchte heute als Einführung etwas über Gleichspannung und Gleichstrom erzählen und da nehme ich diese Schmalspurbahn, die wird mit 750 Volt Gleichspannung versorgt. Da hat es oben eigentlich auch nur einen Draht. Hier ein älteres Bild von dieser Bahn im Nachbardorf. Früher fuhr diese Bahn wie ein Tram auf der Straße mit der einzigen Ausnahme, mit der großen Ausnahme, dass nur eine Schiene da war. Da konnte es passieren, dass plötzlich ein Zug auf der gleichen Fahrbahn entgegenkam, wie man mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs war. Schauen wir diese Sache jetzt vom Elektrischen an. Da haben wir einen Draht oben, der hat eine Spannung von 750 Volt gegen Erde oder gegen die Schienen. Nun, was bedeutet Spannung? Da muss man gar nicht lange erklären und überlegen. Spannung ist so etwas wie ein Druck. Vergleichen Sie es ruhig mit dem Druck bei Wasser. Wenn dann der Zug Energie braucht, dann fließt ein Strom. Ich nehme jetzt mal 200 Ampere an. Wenn Energie gebraucht wird, dann fließt der Strom immer vom sogenannten hohen Potential zum tiefen Potential, also eigentlich immer berghinunter. Dann kann man die Leistung schon rechnen mit einer ganz einfachen Multiplikation. Spannung mal Stromstärke gibt die Leistung. Also 200 Ampere, das habe ich jetzt angenommen, mal 750 Volt. Das gibt 150.000 Watt oder eben 150 Kilowatt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob da oben wirklich ein Potenzial von 750 Volt vorhanden ist, also hier eine Spannung von 750 Volt. Es könnte auch sein, dass da oben eine negative Spannung gegen Erde angelegt ist, das wäre genauso gut möglich, und dann fließt einfach der Strom auf die andere Seite. Also stellen Sie sich die Spannung einfach als eine Art Druckdifferenz vor zwischen zwei Punkten, hier Oberleitung, Schiene, und den Strom, den können Sie sich ruhig vorstellen wie Wasser oder wie eine Flüssigkeit. Und wenn der Strom Energie liefern muss, dann fließt er einfach immer von der hohen zur tiefen Spannung und setzt die Energie frei pro Zeit. Das nennt man Leistung, nämlich Stromstärke mal Spannung. So einfach ist die Sache. Wenn der Zug mehr Energie braucht, also mehr Leistung, dann muss halt der Strom stärker fließen. Schauen wir auch etwas anderes an. Das hier ist eine sogenannte Hochspannungsgleichstromübertragungsleitung in China. Und die hat eine Länge von über 1000 Kilometer. Und da hat man jetzt eine Spannung von plus minus 800.000 Kilovolt. Also da kommen also jetzt beide Spannungsvorzeichen vor. Da hat es eben auch zwei Drähte. Das heißt, der eine Draht, ich weiß jetzt nicht, ob links oder rechts, hat eine Spannung von 800.000 Volt gegen Erde und der andere hat dann einfach minus 800.000 Volt gegen Erde. Die Stromstärke, die ist ziemlich groß, da braucht es ein bisschen größere Drähte, also 3125 Ampere. Jetzt im Idealfall fließt der Strom im einen Draht, das sind eigentlich mehrere Drähte, das hat auch seine Gründe, die ich später erklären werde. Da fließt also der Strom in eine Richtung und auf der anderen Seite in die Gegenrichtung.
Einmal fließt er auf sehr hohem Potenzial und einmal fließt er auf negative Spannung. Und jetzt kann man wieder die Leistungsberechnung machen, also 800 mal 3125, das sind 2,5 Millionen Kilowatt, weil hier hat schon ein Kilo, das sind 2,5 Milliarden Watt, das sind sogenannte Gigawatt. Weil das aber jetzt auf beide Seiten einen Energietransport gibt, obwohl der Strom da im Kreis herumgeht, muss man diesen Wert verdoppeln und dann bekommt man die maximale Leistung von 5 Gigawatt, die hier übertragen wird. Also ich erkläre es noch einmal, weil das ist jetzt wirklich die Zusammenfassung. Wenn diese Leitung voll betrieben wird, dann fließt hier ein elektrischer Strom einmal auf die eine Seite und einmal auf die andere Seite. Er fließt also im Kreis herum wie jeder Strom. Stellen Sie sich den Strom, gemessen in Ampere, als Flüssigkeit vor. Weil der Strom einmal auf hohem Potenzial kommt, fließt die Energie auf die gleiche Seite wie der Strom und auf der anderen Seite ist das Potenzial negativ und dann fließt eben die Energie gegen den Strom. Das heißt, in beiden Leitungen fließt die Energie auf die gleiche Seite, obwohl der Strom einmal auf die eine und das andere Mal auf die andere Seite fließt. Wenn Sie das begriffen haben, dann haben Sie schon etwas begriffen, was wir dann beim Wechselstrom brauchen werden.